Hallöchen, liebe Freunde des Zweiradsports. Wir von RLL Bikes aus Eltmann haben einen kleinen visuellen Nachtrag erstellt für all diejenigen, die nicht bei unserem tollen E-Bike und MTB-Test-Event mit dabei sein konnten. An diesem Wochenende hieß es nämlich ganz großes Kino für die neuen 2022er Modelle von Mondragger Bikes, die mit einem sensationellen, gut aufgestellten Stand vor Ort gewesen sind. Ebenso war auch mit von der Partie HNF Nikolai und Pivot Bikes. Wer also die aktuellen Bikes testen wollte und sich ein bisschen schlauer machen wollte für ein Rad, was er sich nächstes Jahr noch zulegen möchte, haben wir euch hiermit ein tolles Video erstellt. Viel Spaß! Kaum war der Event gestartet, ging es auch im Laden schon direkt los. Ralf hatte hier gleich einmal ein Rocky Mountain an einen Kunden verkauft. Lennis war gerade dabei, ein paar andere Griffe zu montieren und in der Zwischenzeit haben sich ein paar andere Kunden im Laden über die neuen Fahrräder der Saison ein bisschen schlau gemacht. Auch jüngere Kunden waren natürlich hier und haben sich ein bisschen umgeschaut, was sie sich als nächstes leisten oder als Ersatzteil mitnehmen konnten. Und im Griffe wechseln macht man dem Lennis Münch nichts vor, das kann der nämlich schon richtig gut. Jetzt schauen wir aber erstmal draußen weiter. Was hat denn Mondragger alles mit dabei? Hier seht ihr von Mondragger das ganz neue Craft DRR EMTB. Das Ding hat mal so richtig Dampf und ist ein sehr interessantes Bike-Konzept. Genauso auch Enduros und sehr, sehr schicke Trailbikes hat Mondragger hier für uns mitgebracht, dass ihr die ganzen Räder testen könnt. Doch bevor wir jetzt hier euch ein Ohr abquatschen, dann würde ich mal sagen, schaut euch das Testival an. Viel Spaß bei den Bildern und den Eindrücken. Here we go. Ja Leute, ich habe jetzt hier mal einen Kunden beim RLL Bikes und zwar den Sascha. Der ist gerade mal das Pivot Firebird gefahren. Und Sascha, wie gefällt dir das neue Firebird? Du bist gerade direkt vom Trail runter, du bist doch richtig verschwitzt. Ja, also man kann natürlich auf so einer kurzen Strecke recht wenig sagen. Was ich sehr positiv fand, war also zum einen ist natürlich die Optik von dem Bike ist mega. Pivot spricht mich persönlich halt sehr an. Die Hinterbau-Kinematik finde ich sehr, sehr schick, sehr, sehr elegant. Zum Bergaufpedalieren kann ich ein bisschen mehr sagen. Ich finde, es tritt sich für ein Enduro in dieser Größenordnung, also mit 160er Hinterbau und 170 Travel vorne, pedaliert sich sehr gut. Und ich empfinde es für ein Bike dieser Größenordnung, auch dieser, mit dem Fahrwerk, bergauf als sehr, sehr angenehm. Auch die Position im Bike, man steht sehr schön zentral im Bike. Ja. Also ich finde es sehr, sehr gut. Ein kurzes kleines Statement zum Pivot Firebird, zum 22er Modell. Sehr gerne. Ich wünsche dir noch einen schicken Tag, hab noch einen guten Eventspaß und ja, ciao. Bis die Tage, bye. Genau, ja, servus. Hi, grüß dich. Grüß euch, ich bin der Daniel von der Firma Mondragger. Wir sind da jetzt mit der ganzen Testflotte von den neuen 2022er Modellen am Start. Für die Elmauer Community haben wir die jetzt pipifein vorbereitet. Da haben wir schon ein 2022er Crafty RR am Start. Frisch aus dem Test, frisch eingesaut, frisch dreckig. Ja, und da werde ich jetzt ein bisschen was erzählen. Interessantes Fahrrad, habt ihr jetzt komplett neu im Programm? Du kannst gerne mal ein bisschen was über die Geometrie erzählen, über die Spezialitäten, was ihr euch jetzt bei der neuen Rahmengeometrie einfallen lassen habt bei Mondragger zu dem neuen Craft DRR. Und ich würde sagen, schieß einfach mal los und erzähl uns ein bisschen was darüber. Also man muss sagen, das ist unser altbewährtes E-Bike im All-Mountain-Enduro-Sektor. Das haben wir jetzt schon einige Jahre im Programm. Hat sich über die Jahre bewährt, die Geometrie ist immer wieder verfeinert worden. Egal in welchem Einsatzbereich, also das Bike fährt sich sowohl auf der Straße am Weg zum Bäcker bis auch auf den ärgsten Enduro Rides, auf den ärgsten Big Mountain Bikes fühlt sich das wohl. Also das hat einfach ein breites Einsatzspektrum. Sind wir jetzt in der 2022er Generation, in der neuen Generation mit dem aktuellen Bosch Motor am Start. Hat sich jetzt einiges getan, haben wir 750 Wattstunden Batterie da im Unterrohr verbaut. 750 Wattstunden Batterie, Leute.
Ich weiß nicht, in welcher Richtung sich der ganze EMTB-Zirkus weiterhin bewegt, aber meiner Ansicht nach die Batterie-Range, die Reichweite, wird mittlerweile sowas von krass groß. Das ist unglaublich. Und wenn man jetzt auch mal einen richtigen sportlichen Fahrer nimmt und nicht mich als kleinen Teddybär jetzt als Beispiel, wenn man da jetzt einen Kollegen mal draufsetzt wie dich, der jetzt so roundabout, das hast du nur 70 Kilo, 75 Kilo vielleicht. Schön wär's, aber. Aber da denke ich mal, mit so einer Akkureichweite ist man dann einen kompletten Tag in den Alpen ja easy unterwegs, ohne dass man ein bisschen in die Bredouille kommt mit der Reichweite, dass es dann knapp wird. Genau, ja, also da brauchst du keinen Tauschakku mehr, den du jetzt im Rucksack mitnehmen musst, den du irgendwo deponieren musst, wo du dir logistische Gedanken machen kannst. Da hast du auch einen Akku im Bike und da fährst du einen Tag lang, egal wie weit du wirst. Natürlich musst du, wenn es jetzt 2.500-3.000 Tour wert, musst du ein bisschen schauen, dass du von den Unterstützungsstufen haushaltest. Ich fahre das Bike meistens im Tourer-Modus. Da komme ich bei mir daheim auf dem Hausberg 1200 Höhenmeter und habe immer noch 2 von 5 Strichen Akku. Stopp. Du fährst jetzt das Fahrrad im Turbo-Modus bei 1200 Höhenmeter. Genau, ja. Und das wird noch mehr gehen. So viel zum Thema Akkureichweite bei den neuen Bikes. Leute, das ist echt mal eine Hausnummer und eine Ansage. Ja, ich finde das Fahrrad extrem schick. Wie lange habt ihr da gebraucht, an der Kinematik noch was zu ändern? Oder habt ihr allgemein am Hinterbau da speziell noch was geändert? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt Mountrecker nicht ganz so auf dem Schirm gehabt. Und will ich jetzt einfach mal fragen, von der Geometrie, wurde da jetzt noch mal zum Vorjahresmodell noch mal was abgeändert oder da noch mal neu entwickelt? Das sind jetzt leichte, minimale Änderungen bei dem Bike, bei dem Frameset. Einfach weil es in der Vergangenheit schon so gut funktioniert hat. Da hast du eine super ausgewogene Geometrie. Ist einfach quasi ein Draufsitzen-Wohlfühlen-Geometrie. Ich meine, du musst das selber mal probieren nachher. Dann merkst du es eh, das ist so ein geniales Bike zum Fahren. Du hast unsere patentierte Forward-Geometrie. Für jeden, den jetzt Mountrecker vielleicht nichts sagt. Das ist einfach unser Ding, die haben wir in jedem Bike verbaut. Da kannst du sagen, wir haben ein längeres Oberrohr in Kombination mit einem kurzen Vorbau. Das heißt, am Papier haben unsere Bikes einen extrem langen Reach. Das hat jetzt in Größe Large, hat so einen 94er Reach, also was schon auf der langen Seite ist. Dadurch, dass du das aber mit einem kurzen Vorbau verbindest, fühlt sich die Sitzposition jetzt nicht mega lang an, sondern es ist wirklich zum Wohlfühlen. Den Vorteil, den du dadurch aber hast, das Oberrohr ist jetzt durch das längere Oberrohr, ist das Steuerrohr, ist der Vorderreifen weiter vorn. Du hast einen längeren Radstand und Länge läuft, sagt man ja praktisch. Ja. Du hast einfach mehr Sicherheit. Durch den kurzen Vorbau musst du aber nicht quasi mit einem langen Vorbau so herumrudern, sondern es ist ziemlich agil und fährt sich wieder verspielt. Genau, das wollte ich gerade sagen. Und dadurch, dass du ja da die Möglichkeiten hast, hast du ein ganz, ganz breites Einsatzspektrum, wo man für sich selber dann nochmal das Rad auf seine eigenen Bedürfnisse mega gut nochmal anpassen kann im Endeffekt. Daniel, vielen lieben Dank, dass du... Super gern. Danke für das Interview, danke für die Möglichkeit, dass du da bist und dass wir da ein Video dran. Gerne. Viel Spaß beim Anschauen und viel Spaß bei den Specs. Voll gut, ich bedanke mich auch. Wir sehen uns mal wieder, Daniel, und viel Spaß heute noch auf der Messe. Danke sehr, danke. Das war mal richtig geil. Jo. Voll der Chipper am Start hier. Ja, wie ist dein Name, Großer? Philipp. Ja, Philipp. Philipp, hau mal deinen Insta-Namen hier rein. Phil_086. Ihr habt es gehört, Leute. Der Phil, der kann recht gut Radfahren. Sein Insta-Namen habt ihr jetzt halt auch noch mal gehört. Besser gesagt, ihr habt es gesehen, dass der Phil gut Fahrrad fahren kann. Shout out an ihn. Guckt mal bei ihm auf Instagram. Jo, und dann haben wir den zweiten Chipper am Start. Stell dich mal kurz vor. Ja, ich bin der Leon. Du bist der Sohn vom RL Bikes, der ältere Sohn. Ja, der Chef. Der Chef. Und du hast jetzt auch gerade mal mit dem nagelneuen P
Hier wird Fireball ein bisschen hier rumgechippt. Ja, ich hab's mal probiert zumindest. Ja, sah doch mal ganz ordentlich aus, Mann. Sehr cool, sehr cool. Ebe, grüß dich, servus. Ebe will heute mal ein bisschen Radel testen. Und was hast du dir das rausgesucht? Ich sehe gerade, du hast von Monty das Race dir mal rausgesucht. Genau, ich wollte jetzt einfach mal die erste Tour hier mit den Guides machen und habe mir das Race hier rausgesucht und mal schauen, wie es sich so im Gelände verhält. Ich denke mal, das wird richtig viel Spaß machen. Wir sehen uns später nochmal. Kannst du dir dann nochmal ein Feedback geben, wie du mit dem Race dann zufrieden gewesen bist? Mach ich. Viel Spaß. Danke. Und dann waren die Mädels und Jungs auch schon unterwegs auf den Testrädern. Es wurde alles in allem viel gelacht, es wurde viel gefachsimpelt, viel Fahrrad gefahren. Es waren tolle Gespräche, es waren tolle Kunden, neue Kontakte, es war für jeden wirklich was dabei. Und das letzte Wort an diesem Tag bekommt ein treuer Kunde der Firma RL Bikes in Eltmann. Wie hat's dir heute gefallen? War ein richtig geiler Tag, mit dir auch fahren war richtig nice. Dafür, dass von, es von der Bodenbeschaffenheit war eigentlich katastrophal, geil. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Nee, das finde ich total geil. Es ist genau mein Fall, wenn es wegen nass ist. Ja, schon. Und ja. War cool. Ja. Und du bist ja auch da nochmal das Crafty gefahren. Wie bist du mit dem Fahrrad zufrieden gewesen? Fandst du es cool? Allgemein, EMTB, wäre das für dich eine Option in Zukunft? Auf jeden Fall. Ich würde mir, wenn ich das nötige Geld hätte, sofort so ein Fahrrad holen. Kurze Einschätzung, das Fahrrad war eigentlich mega, hat mega Bock gemacht mit dem Fahrrad zu fahren. Ja, mehr will ich jetzt eigentlich auch gar nicht dazu sagen. Es war einfach brutal geil heute da. War einfach ein cooler Tag gewesen, hat Spaß gemacht auf dem Fahrrad, die Leute waren mega entspannt. Ja. Und es hat einfach gepasst und es war ein verdammt cooler Event. War alles perfekt. Das war's, der Event steht in den Büchern bei RL Bikes. Es war ein verdammt cooler Test-Event die zwei Tage, hat mega Spaß gemacht, die Leute waren super cool drauf. Ralf hat ein sehr, sehr geilen Event auf die Beine gestellt, ich fand das richtig gut und mit den Worten bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch noch was, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, ich würde mich mega drüber freuen. Wenn ihr noch Bock habt, schreibt einen Kommentar, ihr tut dem Algorithmus was Gutes von YouTube und mir natürlich auch. Wir sind raus, Peace und bis zum nächsten Video, Leute.